Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Command. Das hatte ich vor kurzem auch schon mal wieder gespielt gehabt. Also jetzt nicht für YouTube, sondern nur alleine einmal kurz. Deswegen freut mich, dass das jetzt mal wieder bei YouTube zu sehen ist. Also, ich lade es erstmal hoch. Und wir warten. So, da ist es. Ich habe mittlerweile zwei Schiffe. Oh, Sound. Wo bist du? Ist er. Meine ganzen Truhen abholen. Alle 10 Stück kommt die. Alle 4 Tage die. Und alle 7 Tage die. Ach, 21 Stunden. 4 Minuten. Aha, 4 Minuten, 4 Stunden, 21 Stunden. So. Okay. Rekrutieren. Ansehen. Was können wir da machen? 170. Ah. Für die episch Rekruten am 150, 450 und 1500 ist natürlich am besten, deswegen warte ich damit. Und hier für die normalen Rekruten 25, 60 und 100. Also da werde ich auch warten, weil da kriege ich 5 Truhen bei 100. Deswegen lieber warte ich ein bisschen noch diese 25, 15, dann habe ich die 100 voll. So, Offiziere, da kann ich bei 3 Stück was machen. Einmal den hier. Ah, ich brauche diese Würfel. Wie heißen die? Office EP. Schade. Jetzt hätte er jetzt Level up. Den habe ich neu. Können wir bei denen erstmal ein Level up machen hier. Noch ein Level up. Und 110? Ne, das geht nicht mehr. Ich habe also 5 Stück. Den neuen kann ich jetzt zu einem Schiff setzen. Das ist das stärkere Schiff. Das ist das erste. Warum sind die beschädigt? Ach, man kann nur ein Schiff reparieren. Nicht schlimm. Übrigens, das ist meine Basis, die Außendocks und drin eine Kanone. Weiter bin ich noch nicht. Setzen wir hier den dritten rein. Eine Verbesserung kann ich auch nicht machen, aber das kann ich machen. Eine neue Waffe rein. Yippie. Obwohl, ich glaube, das war gar keine Waffe. Das war. Was war das? Den Warp-Antrieb war das. Gut, gehen wir zum anderen Schiff. Reparieren. Gratis. Verwaltung. Okay. Die zusätzlichen Kanonen fehlen noch. Aber das ist ja nicht schlimm. Oh, Level auf. Level up kann ich machen. Ja, okay, das wieder nicht.
So. Erstmal da drinnen reinschauen in der Basis, wie es da aussieht. Materialien abholen. Zurück. Was ich bei dem Spiel ein bisschen doof finde, ist, ich kann nicht einmal anklicken und sehen. Der zoomt dann direkt ran. Muss dann immer durchs Abbrechen da wegkommen. Dann machen wir jetzt immer hier nach. Das Bauen, sagt er als erstes, dass wir dieses Schiff, das ECS Frontonaut, das kann ich leider noch nicht bauen. Und außerdem habe ich auch nur zwei Docks daher. Weil pro Dock kann nur ein Schiff anlegen. Oh, schön. Das sind meine Missionen. Also hier links, Ausrufezeichen, sind die Missionen. Kannst du draufdrücken, deine vier Missionen. Die Tagesziele. Oh, Archiv. Ich habe noch nichts gemacht. Heute. Tagesziel ist UPS auf Level 8 zu machen. Ich bin erst Level 7. Das ist das Gebäude. Dann müsste ich noch die Schiffswerft auf 7 machen und Trockenbau auf 4. Und die Schiffswerft, wenn ich die auf 7 haben möchte, muss ich erst Trockendock auf machen. Können wir ja machen. Oh, können wir sowas sofort fertigen. Dann gehe ich wieder hier in eine Mission rein. Gehe wieder da rein. Trockenbau. Ach, von beiden das Trockenbau. Mein Trockenbau ist aber erst auf 3. Das sagt doch bestimmt gleich auf 4. Trockendeck. Trockenbau. Trockendock. Ich bin gerade noch im Bau. Ach, ich habe keine Materialien mehr. Gut. Dann gehen wir jetzt raus. Und wir jagen. Angriff. Sind wir den anderen? Angriff. Mal dem wieder. Angriff. Mal den. Angriff. Nehmen wir den. Ah, jetzt sind beide noch in Kämpfen. Angriff. Nehmen wir den. Angriff. Da oben. Angriff. Immer schön die Roten angreifen. Wenn du drei Besatzungsmitglieder hast oder zwei.
Oh, schon geschafft hier. So ein Mist. Okay, dann sind wir halt jetzt zu der Rückruf. Müsste eigentlich jetzt erreichen, oder nicht? Der Rückruf. Jetzt machen wir die Kisten auf. Alle öffnen. Eine Minute. Und ich habe 3900 gekriegt. Na? Kann ich die noch mal schnell reparieren lassen, gratis und reparieren gratis. Gehen wir noch mal hier rauf. Trockenbau, Trockendock, nicht Bau. Einmal Gene fragen. Hundert EPs, schön. Reicht allerdings noch nicht ganz. Gratis. Juhu. Ay caramba. So, ich habe jetzt jetzt müssen wir noch die Schiffswerft. Ah, um zu den Schiffswerft bräuchte ich noch da den. Also gut, das schaffe ich jetzt leider nicht. Das war's eigentlich von. Oh, da kann ich was machen. Ach, Level up. So, das war's für heute. Ich schließe hier das Spiel. Das war's auch mit einer schnellen Einführung von Star Trek. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.